Nach Josef Lettenbichler kommt jetzt der NEOS-Chef Matthias Strolz zu Wort. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß, wir sind Ihnen abgegangen. Sie haben viel über uns geredet. Wir haben das verfolgt. Und wir sind nie ausgestiegen aus der Budgetdebatte. Wir haben den Ort gewechselt und wir bringen einiges an Anregung mit von den Marktplätzen dieser Republik. Wir waren in allen 9 Bundesländern unterwegs und haben mit den Bürgerinnen und Bürgern hier die Budgetdebatte ehrlich und aufrichtig geführt. Zum Kapitel Wirtschaft. Die Wirtschaft liegt uns am Herzen, das wissen Sie. Die Wirtschaft, wenn sie rund läuft, ist die Basis für Wohlstand in unserem Land. Wirtschaft sind wir alle, das ist auch keine Frage. Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen. Und es gibt ja das eine oder andere Thema, das hier ungelöst ist, und das eine oder andere, was auch im Regierungsprogramm drinnen ist und was aus unserer Sicht absolut Sinn macht. Was ist ungelöst? Unter anderem, Herr Minister, das Thema Fachkräfte. Da gibt es natürlich die großen Befürchtungen entlang der demografischen Entwicklung einerseits, aber auch entlang einfach der Ströme ins Ausland, dass wir relativ rasch in den nächsten Jahren an einen Punkt kommen, wo wir einfach in vielen Branchen die Fachkräfte im hochqualifizierten Segment nicht mehr bestellen können. Darunter leiden ganz, ganz viele Unternehmen. Wir haben einen Brain Drain. Wir verlieren also hochqualifizierte Menschen in erheblichem Umfang ans Ausland. Jeder 8. hochqualifizierte Österreicher, Österreicherin verlässt das Land. Jede 8. Person in diesem Segment. Das ist natürlich beträchtlich, das wäre auch kein Problem, wenn genauso viele einkämen. Aber wir wissen, dass wir im Segment der Hochqualifizierten 10.000 Menschen pro Jahr verlieren. Und das werden wir nicht lange aushalten. Das werden wir nicht lange aushalten, meine Damen und Herren, ohne massive Einbußen im Bereich unseres Wohlstands und Wohlbefindens. Und deswegen braucht man hier entschlossenes Gegensteuern. Das hat was zu tun mit Steuerabgabendruck, das wissen Sie. Dieser Druck auf die Menschen, auf die Unternehmen, der steigt, das nimmt die Luft zum Atmen. Es hat was zu tun mit der Gesamtstimmung, eine leichte Form der Depression, die hier ins Land hereinkriecht, keine Aufbruchsstimmung, weil auch die Reformen fehlen. Das hat was zu tun natürlich mit den fehlenden Karrierepfaden im wissenschaftlichen Bereich, Herr Minister, da sind wir nicht gut unterwegs. Ich habe letzte Woche im kleinen Kreis einen Neos-at-Home-Abend gemacht in einer Wohnung, die war schon geleert, weil der Betroffene diese Woche mit seiner Gattin und seiner Familie nach in die USA übersiedelt und dort seine Karriere fortsetzt. Und an diesem Abend waren 12 Personen anwesend und von denen tragen sich geschlagene 6 mit dem Thema, wann gehe ich ins Ausland innerhalb der nächsten 4 Jahre. Das ist die Realität für Hochqualifizierte in Österreich. Wir können an vielen Ecken ansetzen und daher der Entschließungsantrag betreffend Vermeidung von Brain Drain und Förderung qualifizierter Zuwanderung. Auch die Rot-Weiß-Rot-Karte müssen wir da natürlich ändern. Seitens der Abgeordneten Strolz und Scherak, Kolleginnen und Kollegen, der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft wird aufgefordert, so rasch wie möglich alle notwendigen logistischen Maßnahmen einzuleiten, sodass sichergestellt werden kann, dass einerseits Brain Drain tunlichst vermieden wird und andererseits eine qualifizierte Zuwanderung stattfindet, um den Wissens- und Wirtschaftsstandort Österreich zu sichern. Gerade die Rot-Weiß-Rot-Karte müssen wir noch einmal völlig neu erfinden, Herr Minister. Die war ein Rohrkrepierer in dieser Ausgestaltung, wiewohl wir die Zielsetzung sehr unterstützen. Im Regierungsprogramm eine gute Sache, die Sie drin haben, das Thema Kleinbetragsrechnungen. Sie wissen, die Wertgrenze in diesem Bereich wurde seit 1994 nicht angepasst. Wir brauchen, Sie haben ja kein Geld für große Würfe, weil Sie nicht mein übliches Mantra, weil Sie nicht Entschlossenheit haben für Pensionsreform, für Gesundheitsreform, für Föderalismusreform etc. Aber Sie können im Kleinen auch vieles machen, mit einem Fleckerlteppich von Kleinmaßnahmen, um das Klima im Land zu verbessern für unternehmerische Menschen. Und eine Erhöhung der Wertgrenze für Kleinbetragsrechnungen wäre hier ein wichtiger Schritt. Entschließungsantrag der Abgeordneten Strolz, Kolleginnen und Kollegen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, der die Erhöhung der Wertgrenze für Kleinbetragsrechnungen auf 1.000 Euro vorsieht. Das wäre eine steuervereinfachende Maßnahme, die extrem vielen kleinen und mittleren Unternehmen helfen würde und die budgetseitig
Ihnen keine allzu großen Kopfzerbrechen besorgen sollte. Lassen Sie mich ein paar grundsätzliche Bemerkungen noch machen zum Thema Budgetdebatte, nachdem wir diese in die Öffentlichkeit getragen haben und hier auch eine Diskussion entfacht wurde vom Klubobmann Lobatka und anderen bezüglich Ordnungsrufe etc. Wir sind dafür, wir NEOS, für ein Ordnungsgeld für unentschuldetes Fernbleiben. Reden wir drüber. Wir NEOS sind auch dafür, für ein Ordnungsgeld für Ordnungsrufe. Reden wir drüber. Das ist okay. Ich finde, dass wir hier auch einen ordentlichen Umgang miteinander haben sollten. Und wenn jemand hier über die rote Linie schreitet, dann sollte es auch Konsequenzen haben. Ich kann Ihnen berichten, dass in absoluten Zahlen und auch in relativen Zahlen im Vergleich zur Anzahl unserer Abgeordneten die Fraktion NEOS die wenigsten Ordnungsrufe in dieser Legislaturperiode hat von allen 6 Fraktionen. Verhaltensnote sehr gut für NEOS. Verhaltensnote sehr gut. Ja. Verhaltensnote sehr gut. Ich kann Ihnen auch berichten, dass die Anwesenheitsdisziplin der NEOS-Fraktion sowie des NEOS-Clubobmanns außerordentlich ist im Vergleich mit den anderen. Mitarbeitsnote sehr gut von NEOS. Das können Sie sich nachschauen in den Protokollen. Ich kann Ihnen auch berichten, dass wir bisher über 150 Anträge eingebracht haben. Mit heute werden es über 150 sein. Wissen Sie, was mit diesen 150 Anträgen passiert ist? In großer Verlässlichkeit. Die SPÖ und die ÖVP sagen, da ist sicherlich nichts Gescheites dabei. Es gibt einen Reflex, dass Sie sagen, niederstimmen, vertagen oder abschmettern. Wer hat das gesagt, da ist nichts Gescheites dabei? Haben Sie sich die 143 Anträge angeschaut, Herr Kollege? Ich finde das allerhand, liebe Bürgerinnen und Bürger. So viel zu dem Thema, weil es immer heißt, wir arbeiten nicht mit. Wir haben über 140 Ideen eingebracht in dieses Parlament und die Regierungsparteien schauen sich das nicht einmal an. Die fegen das einfach weg und sagen, interessiert uns nicht. Alles wird weggewischt. Ich finde das falsch. Wir brauchen einen anderen Parlamentarismus. Wir brauchen einen lebendigen Parlamentarismus. Wir brauchen auch einen ordentlichen Umgang miteinander. Und das heißt, auch die Ideen der Opposition zu würdigen. Es kann schon sein, dass die Hälfte Ihnen vielleicht nicht gefällt. Vielleicht fällt Ihnen 80% nicht. Vielleicht fällt Ihnen 90% unserer Ideen nicht. Aber dass wir 143 Mal daneben liegen oder 150 Mal, das halte ich für fast ausgeschlossen. Solche Nüsse sind wir auch nicht. Ja. Noch ein Thema zur Diskussion. Wir hätten hier die Geschäftsordnung gebrochen. Ich weiß schon, dass man auch in Wahlkampfzeiten verlockt ist, möglicherweise auch Nationalratspräsidentinnen sind nur Abgeordnete einer Fraktion, möglicherweise nicht genau hinzuschauen. Aber wenn man genau hinschaut und sich die Fakten anschaut, dann hat NEOS weder irgendein Gesetz gebrochen, noch eine Geschäftsordnung gebrochen. Das heißt, ich lade Sie ein, auch seitens des Präsidiums hier auf die Fakten zu schauen. Und rechtlich ist unsere Abwesenheit aus dem Sitzungssaal während eines Teils einer einzigen Sitzung oder während eines einzigen Tagesordnungspunktes natürlich völlig okay und im Rahmen der Geschäftsordnung. Das halte ich für wichtig festzustellen. Und dann, wenn Sie Bezug nehmen auf Mails von Bürgerinnen und Bürgern, dann finde ich das okay. Ich habe auch viele Mails bekommen und ich habe Verständnis, dass manche Bürger das auch kritisch sehen, wenn wir hier aufstehen und sagen, wir bringen die Budgetdebatte in die Öffentlichkeit, weil wir wollen kein Komplizen machen zu dieser Scheindebatte auf Basis von unehrlichen Zahlen. Aber ich habe auch andere E-Mails gekriegt und auch die Frau Präsidentin, zum Beispiel dieses E-Mail aus dem Westen. Verehrte Frau Nationalratspräsidentin Magister Pammer, jetzt dreht sich alles nur um den Auszug der NEOS bei den Beratungen über das Budget. Das, was Finanzminister Spindlecker durch die Änderung der Budgetzahlen nach Brüssel ohne die Nationalräte einzubinden verursacht hat, ist scheinbar vergessen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Regierung den Nationalrat vorführt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Regierung den Nationalrat vorführt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Regierung den Nationalrat vorführt. 2010 hat Finanzminister Bröll das Budget bewusst zu spät vorgelegt. Reaktion vom Nationalrat null. Sie als Präsidentin müssen aufzeigen, dass es so nicht geht. Der Kollege kommt aus Bregenz. Solche E-Mails kommen auch. Und ich glaube, es ist legitim, noch einmal für alle Bürgerinnen und Bürger, auch für jene, die das kritisch sehen. Wir werden das nicht wiederholen monatlich, auch nicht quartalsmäßig, auch nicht halbjährlich. Wir werden mit großer Bedacht unsere Schritte setzen. Aber wenn wir innerhalb eines Jahres
nachdem wir in der Hypo-Sache unverschämt angelogen worden sind, nachdem hier Steuergeld in die Hand genommen wurde, um die Wähler, Wählerinnen zu täuschen, nachdem die Wahrheit erst auf den Tisch gelegt wurde nach den Nationalratswahlen und nachdem die Bundesregierung, nachdem ÖVP und SPÖ mit demselben Schmäh, mit derselben Verschleierungstaktik jetzt vor einer weiteren bundesweiten Wahl wieder auf uns zukommen, glaube ich, ist es eine Art von demokratiepolitischer Notwehr zu sagen, wenn außerordentliche Missstände auftauchen, müssen wir auch außerordentliche Antworten geben. Und das haben wir gemacht. Also ich wünsche mir, dass die Präsidentin und das ganze Präsidium, dass Sie sich auch so entschlossen einschalten, wenn das Hohe Haus und wenn die Abgeordneten verschaukelt werden und in das Licht geführt werden von Regierungsparteien. Das wünsche ich mir, dass Sie dann auch so kämpfen wie gestern auf sämtlichen Kanälen bezüglich unserer Spitzenmaßnahme. Wichtig ist mir, und das bringe ich auch mit aus den Beratungen mit den Bürgerinnen und Bürgern, wir brauchen hier eine neue Kultur auch in der Budgetdebatte. Wir brauchen insgesamt einen neuen Blick auf die Debatte. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, 14-stündige Debatten abzuhalten ohne eine Pause. Reden wir drüber in den nächsten Jahren und mal sagen, vielleicht nach jeder zweiten Stunde eine Pause von 10 Minuten. Ja, wir müssen einfach uns Gedanken machen, wie kann das auch ein sinnvolles Arbeitssetting sein. Ich habe auch nicht die Patentlösungen. Aber eines ist sicher, wenn wir sagen, beim Budget gießen wir Politik in Zahlen, beim Budget schreiben wir das Drehbuch für die Zukunft dieses Landes, dann ist das Budget natürlich die wichtigste Beratung des Jahres. Und da haben wir den dringenden Wunsch, als erste Bürgerbewegung, die ins Parlament gewählt wurde in Österreich und als erste Bürgerbewegung, die auch auf dem Weg ist nach Brüssel, dass wir sagen, binden wir die Bürgerinnen und Bürger mit ein. Das ist möglich. Also es braucht hier eine andere Form der Öffentlichkeit bei der Budgeterstellung. Transparenz und Öffentlichkeit. Und da gibt es auch insgesamt Erfahrungen, die positiv sind. In Brasilien wurde das schon gestartet im Jahr 1988 in Porto Alegre. Den Grundstein gelegt dort für das partizipative Budget. Und mittlerweile gibt es über 240 Gemeinden in ganz Europa, die solche partizipative Budgetprozesse haben. Ich weiß, das ist eine Reise, wo wir aufbrechen. Da müssen wir auch Erfahrungen sammeln. Also wir haben auch nicht die 5 Patentrezepte und sagen, so müssen wir es machen. Aber dass wir die Bürger anders einbinden heutzutage, als wie zu Zeiten der Postkutsche, wo du vorbeikommst, einmal in 5 Jahren sagst, hü oder hot, und dann fährst weiter und sagst, wir sehen uns in 5 Jahren wieder. Das ist doch möglich. Ich meine, ich kann per Mausklick Millionen um den Globus schicken, aber in der Politik haben wir irgendwie die Einbindung noch nicht zurecht geschafft. Und deswegen sagen wir, erkundigen wir uns, wie machen das andere? Wie macht es zum Beispiel Vorderstoder? Die Vorderstodnerinnen und Stodner, die hupfen das vor. Die haben einen sogenannten Bürgerhaushalt, wo sie mit Einbindungsprozessen die Bürger auch mit einbinden und sagen, was sind eure Prioritäten für die nächsten Jahre? Das Budget ist so komplex, das weiß ich schon, Herr Minister. Man kann nicht sagen, stimmen wir mal alles ab. Aber die großen Einflugschneisen für Prioritäten, die kann man in einen öffentlichen Diskurs bringen. Wir haben letztes Jahr diskutiert und da gehabt die Lückesmeier, die Chefin von America Speaks, die hat Budgetprozesse mit America Speaks gemacht, wo sie über Satelliten verschiedene Städte zusammengeschalten hat. 3.500 Menschen haben einen Tag live über Budgetprioritäten diskutiert. Das ist spannend, das ist Teilhabe und die Menschen wollen Teilhabe. Das ist ja die Welle, auf der wir ins Parlament gekommen sind. Das ist diese große Welle, die über diesen Planeten geht. Die Welle ist so groß wie damals die Grünbewegung, wie vorher die Frauenbewegung, wie vorher auch die Friedensbewegung. Die Menschen dürsten nach Teilhabe. Sie sagen, ich möchte mich einbringen. Wir sind ein ganz kleines Gesicht in dieser Welle, wir NEOS. Aber wir sind dieser Welle verpflichtet, dass die Menschen sagen, von Wikipedia angefangen bis arabischer Frühling, die Menschen sagen, wir wollen uns einbringen, wir wollen uns in unsere eigenen Angelegenheiten einmischen, geben wir ihnen die Chance. Und deswegen der Entschließungsantrag von Strolz, Kolleginnen, so, muss ich sortieren, ja, von, wo ist er? Der Entschließungsantrag der Kolleginnen Strolz und Kolleginnen und Kollegen, der Nationalrat wolle beschließen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die folgenden Maßnahmen im Sinne der Beteiligung der Bürger, Bürgerinnen bei der Budgeterstellung umzusetzen, beziehungsweise dem Nationalrat eine entsprechende Regierungsvorlage für den Budgetplanungsprozess 2016 zuzuleiten.
Implementierung partizipativer Elemente für Bürgerinnen und Bürger bei der Erstellung selektiver Budgetbereiche auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene, Stärkung direkter und repräsentativer demokratischer Entscheidungsmechanismen, innovative Kombination von Online- und Offline-Formaten zur Teilhabe an demokratischen, transparenten Budgeterstellungsprozessen. Mein Wunsch wäre es, dass das Budget nicht mehr in Hinterzimmern erstellt wird, sondern dass in Zukunft auch die Volksvertreter und Volksvertreterinnen, deren Job es ist, dafür sind wir gewählt, dafür werden wir bezahlt, dass wir ordentlich informiert werden, dass wir solche Budgetdebatten auf Basis belastbarer, ordentlicher, ehrlicher und tragfähiger Zahlen machen können. Das war diesmal nicht der Fall. Wir haben geschlossen als Opposition gesagt, verschieben wir das 2 Wochen. ÖVP, SP haben gesagt, nein, wir platteln drüber, so wie immer, so wie sie vor der Wien-Wahl insgesamt gesagt haben, wir legen gar kein Budget vor, um der Diskussion aus dem Weg zu gehen. Sie haben damals die Verfassung gebrochen, so wie sie vor der Hypo, vor der Nationalratswahl gesagt haben, die Milliarden von der Hypo, die werden wir nicht an den Tisch legen, lieber nehmen wir zusätzliche Milliarden in die Hand, um das zu vertuschen bis nach den Wahlen. Und so haben sie auch diesmal gesagt, ja, bis nach den Europawahlen tauchen wir noch durch, tarnen, täuschen. Und ich wünsche mir, dass diese Diskussion auch mit unserem Protest verbunden als erzieherische Maßnahme geeignet war, dass Sie sich beim nächsten Mal überlegen, ob Sie dieses Hohe Haus wieder so hintergehen. Oder ob Sie sagen, die Gefahr ist groß, dass wir erwischt werden. Wir werden Ihnen jedenfalls auf die Finger schauen und wenn es notwendig ist, auch draufklopfen. Dankeschön. Ein ungewöhnlich langer Debattenbeitrag des Neo-Chefs. Gleich zu Beginn meinte er, jeder 8. hochqualifizierte Österreicher verlässt das Land, weil die Regierung keine attraktiven Rahmenbedingungen bietet, um dieses wichtige Potenzial hier zu halten. Nach Strolz wird Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner die Gelegenheit haben, zu antworten. An den Sitzungen des Nationalrates und der Ausschüsse, in die er gewählt ist, teilzunehmen. Es hat in der Präsidialsitzung vom 22.05.1997 schon einmal laut GO-Kommentar Zögernitz eine längere Debatte gegeben und es war dort strittig, ob das angekündigte oder der angekündigte befristete Boykott einer Sitzung als eine Pflichtverletzung zu werten ist, jetzt einmal ganz abgesehen davon, dass es ja auch keine Sanktion für ein kurzzeitiges Fernbleiben, auch wenn es angekündigt ist, gibt, weil der Absatz 4 mit Sicherheit hier nicht schlagend werden würde bei so einem kurzzeitigen Abwesensein. Aber ganz offen gesagt, persönlich werte ich selbstverständlich, so wie die Frau Präsidentin das auch schon gesagt hat, es selbstverständlich als einen, wenn man es ankündigt und nicht den Saal verlässt, um zum Mittagessen zu gehen oder eine andere Verpflichtung kurzzeitig im Haus wahrzunehmen, als eine Verletzung des Paragraphen 11 Absatz 1 der Geschäftsordnung. Aber er ist sanktionslos und ich denke, wir sollten dieses Thema in der nächsten Präsidiale selbstverständlich einmal miteinander ausführlich besprechen. Ich glaube, das ist der richtige Ort dafür, dass wir uns darüber unterhalten. Zum Zweiten, wir haben uns in der Präsidiale auch darauf verständigt, dass Entschließungsanträge zu den jeweiligen Untergliederungen einzubringen sind. Ich würde mal sagen, die zwei, sowohl jener mit den Kleinbetragsrechnungen, kann natürlich an den Wirtschaftsminister gehen, warum nicht, auch jener selbstverständlich Braindrain und Förderung qualifizierter Zuwanderung. Beim allgemeinen Antrag jetzt über die Budget, über die weitere Vorgangsweise oder künftige Vorgangsweise bei Budgetbehandlungen könnte man diskutieren, aber es gibt ja die Geschäftsordnung, ohne die es keine Handhabe, das, was wir dort vereinbart haben in der Präsidiale, auch abzulehnen. Selbstverständlich lasse ich alle drei Anträge zu, weil in Wahrheit der dritte ja zu keinem Kapitel direkt gehört, sondern zur allgemeinen Budgetdebatte und damit meines Erachtens bei jedem Kapitel eingebracht werden kann. Aber ich muss zum Abschluss Ihnen trotzdem einen Ordnungsruf erteilen, weil Sie die anderen Oppositionsparteien der Komplizenschaft mit der Regierung und den Regierungsparteien bezichtigt haben. Und Komplizenschaft ist im deutschen Sprachgebrauch, wird das verwendet letzten Endes mit unrechtmäßigen oder rechtswidrigen Vorgängen. Und das kann ich natürlich auch im Sinne der anderen Oppositionsparteien so nicht stehen lassen. Sie bekommen dafür einen Ordnungsruf. So, jetzt ist